Ist die Pause nicht um? Nein, es ist erst 21:45. Die Uhr steht. Sie zeigt schon die ganze Zeit 21:45. Nein, sie geht. Klar steht sie. Der Sekundenzeiger macht keinen Wank. Sie steht? Er steht. Sie, die Uhr. Er, der Zeiger. Und wenn auch, lieber eine Uhr, die steht, als eine, die falsch geht. Eine Uhr, die falsch geht, zeigt nie die richtige Zeit. Doch eine Uhr, die nicht geht, stimmt immerhin zweimal täglich ganz exakt. Exakter geht's nicht. Nicht einmal mit einem Chronometer, der 100.000 Franken kostet. Das ist doch immerhin mehr als nichts. Also etwas. Ja, schon. Aber man weiß nicht, wann genau die Uhr, die steht, die richtige Zeit zeigt. Klar weiß man das. Zum Beispiel, angenommen, die Uhr steht auf 13:30. Dann zeigt sie genau um 13:30 die exakt richtige Zeit. Wie soll man wissen, wann 14:30 ist, wenn die Uhr steht? 13:30 ist um 14:30, ganz einfach. Und übrigens spielt es doch keine Rolle, um welche Zeit 14:30 ist. Außer man hat um 14:30 eine wichtige Verabredung. Man muss sich ja nicht unbedingt auf 14:30 verabreden, wenn man eine Uhr hat, die auf 14:30 steht. Wer sagt denn, dass man das muss? Soll man sich doch um 14:45 oder 14:45 verabreden. Isst Slalom-Spezialist immer nur Waffeln oder auch Ameisen? Slalom-Spezialist ist kein Chinese, er ist Schweizer. Schweizer essen gern Chinesisch. Schon, aber nicht chinesische Ameisenkoteletts. Die sind Schweizern zu klein. Schweizer essen lieber Schweizer Schweinekoteletts. Ameisen haben weder Wirbel noch Rippen und darum keine Koteletts. Hier steht geschrieben Ameisenkotelett. Die Koteletts werden aus Ameisen hergestellt. Aus Ameisen, nicht aus einer Ameise. Aus Dutzenden, unzähligen. Es gibt in China Ameisen wie Menschen. Man nimmt 1 Million davon und presst sie zu einem Kotelett. Natürlich ist das Kotelett gefälscht. Darum werden die Chinesen verurteilt und hingerichtet. Wenn's nur schmeckt. Den Chinesen schmeckt's. Ihnen sind Ameisen teuer. Sie geben ihre Mäuse für Ameisen aus. Sie essen die Mäuse nicht? Natürlich essen sie auch Mäuse, Ratten, Schlangen und Korchis. Doch für Ameisen bezahlen sie ein Vermögen. Und Slalom-Spezialist lacht über die Chinesen. Er isst lieber Brezeln. Das ist keine Brezel. Das ist die Kehrseite der Medaille. Das ist seine Bronzemedaille. Sie wurde ihm nicht geschenkt. Er hat hart darum gekämpft. Nun hat er sie gewonnen. Er hat auch schon einmal eine Bronzemedaille um 0,5 Hundertstelsekunde verloren. Jetzt freut er sich, weil ein anderer die Bronzemedaille verloren hat. Und er hat sie gefunden? Nein, in diesem Fall spricht man von Gewinnen, nicht von Finden. Der ehrliche Gewinner bringt die Medaille nicht ins Gewinnbüro. Er betrachtet die Vorderseite der Medaille mit Stolz. Er genießt sie. Dem Betrachter des Bildes zeigt er deren Rückseite. Die Kehrseite der Medaille gleicht einer Butterbrezel. Er wird sich daran seine Zähne ausbeißen. Medaillen sind ungenießbar. Slalom-Spezialist lutscht nur. Abfahrtsass beißt. Slalom-Spezialist lacht. Wer ins Bild kommt, lacht. Sie lachen alle. Rechnen Sie zusammen. Die lachende Landratskandidatin plus die nach der Rückkehr von der ISS lachende US-Astronautin. Minus die nach der Verhaftung nicht mehr lachende US-Astronautin. Plus der Schlagerstar, plus der Fernsehmoderator, plus die Schönste in unserem Land, plus der Clown, plus ein blindes Kind, plus der Ressortleiter Jugend, plus die lachende Dame in der Unterwäsche mal 3. Plus Slalom-Spezialisten. Lachen fördert den Umsatz. Nur die Bands lachen nie. Sie machen steinerne Miene. Wie Rapper. Obwohl es schon fast Nacht ist, trägt er Sonnenbrille. Er geht zum Friedhof und besucht das Grab des Bundesrats. Der Grabstein ist aus Gotthardgranit gehauen. Weil es sich so gehört. Einige Lachende wiederholen sich bis zum Tod umfallen. Die Gewinner. Verlierer kommen höchstens einmal vor und dann nie wieder. Die Strafe haben sie verdient. Isabella lacht auch. Die erste Tochter des dänischen Kronprinzen Frederik und seiner Ehefrau Mary, die am 21. April geboren wurde, steht nach ihrem Vater und ihrem 2 Jahre älteren Bruder Christian immerhin auf Rang 3 der dänischen Thronfolge. Hans-Ulrich Rüdesühle ist die Nummer 3.263.324.907 in der britischen Thronfolge.
Wer ist Hans-Ulrich Rüdisüli? Ein guter Freund von mir. Damit liegt er in der ersten Hälfte, wenn man bedenkt, dass die Weltbevölkerung 6,6 Milliarden Menschen zählt. Woher nimmt er diese Zahl? Ein Unternehmen, das sich auf Thronfolgen spezialisiert hat, berechnet dir deinen Platz. Es gibt dazu für jedes Königshaus eine spezielle Software. Irgendwie ist jeder mit jedem verwandt, wenn auch manchmal sehr weit außen. Das macht sich diese Firma zunutze. Du gibst deine AHV-Nummer, den Heimatort und die Hautfarbe an. Die Preise richten sich nach der gewünschten Dynastie. Für die englische kostet die Auskunft zurzeit 100 Pfund. Die holländische ist schon billiger zu haben. Auch die dänische und die schwedische kosten lediglich 50 Euro. Sehr günstig sind die Himalaya-Königreiche Nepal und Bhutan und Saudi-Arabien sowie Jordanien. Für die Thronfolge von Griechenland bezahlt man lediglich 10 Euro. Es ist also fast schon geschenkt. Griechenland ist doch seit langem keine Monarchie mehr. Sie wurde abgeschafft. Nun lebt die königliche Familie irgendwo im Exil. Genau, was die Nachfrage dämpft und auf den Preis drückt. Rüdisüli lebt auch im Exil, bis er an der Reihe ist, sagt er. Er sagt, er kann warten. Vielleicht interessiert er sich für einen Corgi mit königlichem Blut? Ich könnte allenfalls meine Cousine kontaktieren, sie bitten, ihren Freund dazu zu bringen, bei seinem Bekannten zu sondieren, um herauszufinden, ob dieser sich eventuell bereit erklärt, Rüdisüli für einen Freundschaftspreis zu einem königlichen Corgi zu verhelfen. Schade, dass Prinzessin Anne's Pitbull der Queen einen Corgi totgebissen hat. Wieso? Jetzt rückt der Prinz um einen Platz nach vorn.